Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Wie Sie feststellen können, ist dies nicht mehr München, dies ist Shanghai, China. Ich möchte Ihnen heute eine Frau vorstellen, die hier in China ungeheuer erfolgreich ist. Ihr Name ist Hui Wang. Sie ist eine Fotografin, eine chinesische. Und das Interessante an ihr ist, dass sie eben auch bei uns in München lebt und arbeitet. Sie ist sozusagen eine Kosmopolitin, fliegt zwischen Shanghai und München hin und her und versucht, diese beiden Welten miteinander zu vereinen. Ich möchte Sie jetzt dort oben in Ihrem Apartment besuchen und mit ihr über Ihre Arbeiten sprechen. Frau Hui Wang, wunderbar, dass wir mal bei Ihnen vorbeischauen können. Xia Hui Wang, siehst du, geht schon los. Xia Hui Wang. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen hier in Shanghai. Sie sind ja auch sehr oft in München. Jetzt müssen Sie uns mal erklären, wann Sie das erste Mal in München gewesen sind und warum Sie in München gewesen sind. Ich bin im Jahr 1986 nach München gekommen, weil ich ein Stipendium von Deutschland bekommen habe. Ja. Für Architekturstudium. Und seitdem, also an der TU München, und seitdem bin ich dort geblieben. Obwohl ich jetzt die letzten 5 Jahre wieder hier, meistens in Shanghai, lebe. Und Sie sind ja Fotografin und verbinden jetzt diese beiden Welten miteinander, weil Sie mal in Shanghai sind, mal sind Sie in München. Wie schaffen Sie es, diese beiden Welten miteinander zu verbinden? Was ist Ihnen da wichtig? Also ich bezeichne mich nicht gern als Fotografin, weil ich keine Fotografin in dem Sinne bin. Eigentlich bin ich eher eine Künstlerin. Ich bin eine freischaffende Künstlerin, die sehr, sehr viel mit Fotografie als Medien arbeite, aber auch sehr viel mit Film, Video, mit auch Skulpturen, Installationen, also verschiedene Medien benutze ich. Deswegen würde ich grundsätzlich nicht so gern als Fotografin bezeichnen. Okay, aber dieses Zusammenführen in der Kunst zwischen den beiden Welten, das zeichnet Sie ja auch aus. Das wird andauernd über Sie berichtet, dass das eines Ihrer großen Anliegen ist. Und wie gehen Sie da vor? Ich wurde oft als Brücke von zwei Kulturen bezeichnet. Und das arbeite ich durch meine Kunst, durch meine auch Bücher, also die ich geschrieben habe, durch viele Veranstaltungen, die ich gemacht habe. Also das mache ich gern, weil ich beide Kulturen sehr vertraut bin. Wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo hier in China eine große Aufbruchsstimmung vorhanden ist. Das merkt man bei jedem Meter, wo man draußen in der Straße rumläuft. Da passiert was, da geschieht was. Und ich finde, Sie haben das hier in Ihrer Fotoreihe eigentlich ganz gut demonstriert. Also hier ist, Sie fangen hier mit dem alten China an, also auch was die Kleidung anbelangt und gehen bis ins moderne China. Können Sie ein bisschen was über diese Arbeit erzählen, die Sie hier gemacht haben? Also, das ist mein Last 100 Years, heißt diese die letzten Arbeit. 100 Jahre? Meine letzten 100 Jahre. Das sind alle Selbstporträts mit zum Beispiel die letzte Kaiserin und die Hofdamen und Konkubine oder die Braut oder die schwangere Bauerin. Das sind immer Sie, die sich da andere Kleidung angezogen haben. Ja, das ist zum Beispiel also die erste Studentin Anfang 1910, glaube ich, 19. Jahrhundert. Und dann die verschiedenen Frauen in 30er Jahre, 20er Jahre und die Revolutionärin und auch nochmal Bauerin, Arbeiterin. Und in 60er Jahre diese Rotgardistin, hier sind die Maoist, sag ich mal, ja. Und Lehrerin und dann also die im 70er Jahre kommen diese also westliche Einflüsse auf die Mode, die Jeans und so, also bis heute. Also wenn man sich das dann mal überlegt, Sie kennen ja die Zeit hier aus der maoistischen Zeit, Sie sind ja sozusagen auch noch politisch geschult worden und haben jetzt diesen Prozess hier in China miterlebt, den die Welt von außen immer auch ganz aufgeregt verfolgt. Was war für Sie als Frau in den letzten 20, 30 Jahren mit das Aufregendste hier in China? Ich glaube, es hat sehr, sehr viel geändert. Zurzeit die ganze chinesische Medien, die
diskutieren jeden Tag die 30 Jahre Reformpolitik, wie viel das Menschen geändert haben, wie viel haben die das Leben von Menschen geändert hat. Und viele wollen diese Serie als Zitat benutzen, als bildliche Zitate im Fernsehen und sogar in Telefonkarte. Mhm. Wir haben eine chinesische Telekom mit einer Telefonkarte, wo man draußen wirklich telefonieren kann mit diesem Motiv. Mhm. Weil sie können wirklich sehen, in der Zeit haben wir alle so einheitlich angezogen. Und das ist sehr, sehr, also nicht, ich würde nicht männlich sagen, aber sehr neutral, also keine Weiblichkeit zu sehen. Und immer mehr sieht man da mehr auch Individuum und mehr auch Weiblichkeit. Im Straßenbild in Shanghai, finde ich, stellt man fest, dass also diese Weiblichkeit natürlich bei den jungen Menschen in erster Linie zu sehen ist. Bei den alten, bei den älteren Menschen ist dann immer noch diese Tradition teilweise zu erkennen. Wie gehen diese beiden Generationen miteinander um? Es gibt schon große Unterschiede, würde ich sagen. Und viele ältere Damen, die wollen gar nicht zum Beispiel, die wollen nicht schminken. Die wollen auch nicht was anziehen, die Figur betont. Obwohl sie teilweise auch gute Figuren haben. Gestern Abend zum Beispiel, die Frau Tanner hat gute Figur, aber sie würden ganz weit anziehen. Ja. Und das sind andere Generationen, die wollen nicht zu sehr nach Äußerlichkeit achten und die. Ja, das ist eine ganz andere Philosophie. Ja, und wie schafft es die chinesische Gesellschaft, mit diesen beiden doch immer noch starken Strömungen umzugehen? Oh, ich weiß nicht, noch einmal die Frage. Ja, wie leben diese jungen Menschen mit den älteren Menschen, die also die Mao-Zeit also noch sehr intensiv erlebt haben, mit den jungen Menschen zusammen, die jetzt hier diese Revolution in China miterleben? Ich finde, die leben relativ harmonisch zusammen. Ja. Es gibt keinen großen Kontrast, also kein Kontrast schon, aber keine. Der Wind, der lässt die Tür knirschen. Ja. Ui. Aha. Also das ist in Ihren Augen jetzt kein Problem. Wenn Sie jetzt, Sie sind ja auch jemand, der sehr auf Weiblichkeit achtet, Ihnen ist das wichtig. Sie gehen ja sozusagen auch noch mit dem Thema Erotik anders um, als man das in China erwartet, also in der Öffentlichkeit zumindest. Was erleben Sie, wenn Sie mit Ihren Bildern, die ja doch teilweise sehr erotisch sind, in die chinesische Öffentlichkeit gehen? Ja, das hatte ich auch Sorge gehabt, als ich eine ganz große Ausstellung hatte im Jahr 2003 im Shanghai Art Museum. Dann habe ich einen Titel gehabt, The Arrows of Flowers. Und diese Arrows, dieses Zeichen heißt Sex, in gleiche Zeichen, chinesische Zeichen. Yeah. Und dieses Wort darf nicht auf Buchcover erscheinen. Mhm. Und deswegen, unsere Bildband haben wir sehr, sehr lang diskutiert und haben wir ein Ersatzwort für Führung der Blumen genommen. Also diese Verführung der Blumen, ja. Ja, nicht die Arrows of Flowers, also nicht die Erotik von der Blumen. Und da haben wir auf Plakat, das sind 8 Meter groß, dann sollte dieses Zeichen sehr groß gedruckt werden. Und hat der Museumdirektor sehr, sehr viel Angst gehabt. Mhm. Und da haben wir doch kein großes Problem gehabt. Und das war sehr, sehr viel Besuche, sogar die am meisten einen Tag 2000 Besuch gehabt. Mhm. Das war die größte Einzelausstellung, sagte er. Und da hat er gesagt, da hat er überhaupt nicht gedacht, dass die meisten Zuschauer sogar sehr, die sind begeistert und die haben wenig Kritik. Wir haben 8 Bände, also von Gastbüchern, die haben meistens oder fast nur Positives reagiert. Dass man mit Sex und Erotik natürlich immer eine große Öffentlichkeit anspricht, das wissen wir im Westen schon lange. In China weiß man das mit Sicherheit auch. Aber es war vorher nicht erlaubt, so öffentlich damit aufzutreten, wie Sie das machen. Verstehen Sie sich auch als eine Tabubrecherin? Ja, das auf jeden Fall. Und meine Mutter, ich denke, meine Mutter hat aber eigentlich mehr als normale eine Generation mit dieser neuen Zeit. Sie ist schon jetzt fast 90 Jahre alt und sie würde auf keinen Fall meine Blumenbild im Wohnzimmer hängen.
Und ich habe sie angeboten. Ich hätte hier also Blumen aufgehängt und sie hat gesagt, nein, sie möchte lieber eine Landschaft oder so oder schwarz-weiß, aber keine Erotik oder Aktfrauen oder so überhaupt. Das möchte sie nicht haben. Und sie ist auch dagegen, dass sich solche Sachen in der Öffentlichkeit zeigen. Aber Sie machen es trotzdem. Ja. Warum? Ja, das ist meine eigene Kunst und mein eigener Weg. Und sie versteht das noch nicht. Und in der Öffentlichkeit, welche Erfahrungen machen Sie da? Weil Sie gehen ja auch zum Beispiel in Bangkok in einen Rotlichtdistrikt und machen da Fotos von jungen Frauen, wie sie sich da präsentieren. Das ist ja auch für den chinesischen öffentlichen Markt erstmal auch ein Tabuthema. Ja, das war vieles. Und ich hatte noch eine große Ausstellung gehabt im Jahr 97. Da waren teilweise diese Bilder, auch Aktfrauen, die wurden vor dieser Ausstellung 5 Minuten davor noch abgehängt wurde, weil die Museen doch Angst hat. Jetzt sind wir 10 Jahre, 12 Jahre weiter. Ist es heute leichter, solche Bilder in die chinesische Öffentlichkeit zu bringen? Ja, viel, viel leichter. Ich denke, jetzt haben wir viel, viel mehr Freiheit wie vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Das ist gar nicht zu vergleichen. Und das können westliche, also im Westen weiß man nicht und die können nicht nachvollziehen. Die haben immer andere Vorstellungen oder andere Einschätzungen. Also ich persönlich finde ich schon, dass sehr, sehr viel, viel geöffnet hat. Wo gibt es für Sie noch Grenzen, die Sie gerne überschreiten würden? Also für mich persönlich oder in der Gesellschaft? Beides. Also für mich möchte ich immer mich noch überwinden. Also das ist am schwersten, finde ich. Und ich möchte auch in meiner Arbeit nicht wiederholen. Und ich möchte nicht andere Personen wiederholen, auch nicht mich selber wiederholen. Das ist nicht einfach. Und in der chinesischen Gesellschaft, welche Grenzen würden Sie da gerne als nächstes überschreiten? Das habe ich noch nicht gedacht. Okay. Wenn man jetzt in das nächste Zimmer bei Ihnen kommt und in München zu denen gehört, die gerne gut essen gehen, dann merkt man hier eine Verbindung zwischen einem Restaurant in München, in der Nähe von, also in Solln, und zwar im Mangustin. Da haben Sie eine ganze Bilderwand mit diesen Kindern, mit dem roten Gesicht gemacht. Wie sind Sie drauf gekommen? Was wollen Sie hier mit diesen Bildern vermitteln? Das ist eine Serie von Arbeiten, die ich hier sehr, sehr viele Jahre schon dran gearbeitet habe. Schon 7 Jahre lang und ich würde immer wieder noch fotografieren. Erstens, dass ich selber keine Kinder habe und ich liebe Kinder. Und ich finde, Kindergesicht ist immer was ganz Reines und was Strahlendes und was sehr, also viel Freude und Hoffnung bringt. Und das sind natürlich typische chinesische Einzelkinder und die sind teilweise aus dem Land und dann manche von der Städte. Und das sieht man vielleicht auch vom Gesichtsausdruck. Und ich möchte das als eine Beobachtung nach Jahren zu sehen, ob das sich ändert, ob man die Zeit auch merkt. Weil Sie sagen, das sieht man an den Gesichtern. Erkennt man an den Gesichtern, ob die Kinder vom Land oder aus der Stadt kommen? Die Chinesen können das unterscheiden, glaube ich. Ja? Ja. Okay. Woran würden Sie das erkennen? Ich weiß nicht, von Ausstrahlung. Die Kinder, die Kinder aus dem Land sind ein bisschen, zum Beispiel das ist ein Kind aus dem Land, die Zähne sind nicht so ganz gerade. Oder, ich weiß nicht. Und das sind typische Stadtmädchen. Okay. Also das ist ein Mädchen, das ist ein Junge. Das sieht man, das ist auch aus dem Land. Das ist auch aus dem Land. Ihre Wohnung ist ja ein kleines Museum, sage ich mal. Auch hier wieder klar das Thema Erotik nicht zu übersehen in dieser Skulptur. Warum haben Sie das gemacht? Das ist eine Nachfolge von meiner Erotic Flowers. Das sind die Früchte. Die Früchte, das sind zwei Pfirsich, chinesische Pfirsich für Geburtstag. Die normalerweise, also ist auch in vielen Märchenbuch zu sehen sind. Und da habe ich das sehr, sehr extrem
gestaltet es ein bisschen mehr, also wie zwei Lippen oder kann man auch als zwei Popo sehen. Von verschiedenen Sichten sieht, also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist meine Art. Diese Serie heißt The Fruits of Life. Also das sind die Früchte vom Leben. Das sind ja, eher wie Körper als wie Früchte. Sie können ja vergleichen, weil Sie sowohl in München an der Universität unterrichtet haben und Sie sind auch Professorin hier in Shanghai und unterrichten hier auch. Wie unterscheiden sich denn Ihrer Meinung nach die Studenten, gerade wenn es zu solchen erotischen Themen kommt? Erotik ist dafür, können Sie da auf der anderen Seite stehen? Ja, das geht. Ja, Entschuldigung. Okay. Also, ich finde, Erotik ist für Europäer nicht so ein Tabuthema. Mindestens wie ich das sehe. Wenn ich einen Aktmodell finde, suche, in Deutschland finde ich sehr, sehr viel. Und viele wollen gerne von mir fotografiert werden. Und ein chinesisches Modell ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Vor allem vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, sowas zu fotografieren. Jetzt ist es einfacher, aber da muss man bezahlen dafür. Und die sehen das als ein Opfer. Und in Öffentlichkeit, vor 20 Jahren, als ich an der Hochschule hier unterrichten, da musste man diese Negativ, damals gab es noch keine Digitalkamera, Negativ muss zensiert werden, musste durch die Polizei, ich weiß nicht, abgenommen Polizei. Werden? Die also die müssen kontrollieren, ja, ob das ja wirklich Kunst ist oder Pornografie sind. Lassen Sie uns mal über Ihre grünen Flaschen sprechen. Was möchten Sie damit zum Ausdruck bringen? Das war auch eine große Ausstellung von mir, die 5000 frische Lotus zu sehen sind. Aha. Und das sind zum Beispiel auch Lotussee, die Spiegelung vom See, wie diese gestorbenen Lotus im See sind. Mhm. Und in der Ausstellung waren alle erst frisch und dann nach der Ausstellung sind alle gestorben. Und ich wollte eigentlich sagen, diese Blumenfotografien bei mir sind nicht wegen der Schönheit, nicht wegen der Ästhetik allein, mindestens nicht alleine, das mir um den Lebensprozess zu zeigen. Und zu zeigen, dass zum Beispiel diese Blumen, die sieht schön aus, aber das sind alles verschimmelt hier und in Eis eingeflohen und die sind alle schon gestorben. Und durch diesen Prozess, diese Leben und Tod, die gehören zusammen, weil Lotusblumen ist eine sehr typische Blume in China. Die haben sehr lange Leben am Anfang, also die Blüten, wenn die Blüten aufgehen, dann die Stempel werden reif. Yeah. Wenn diese Stempel reif werden, die Samen werden auch nochmal reif. Aha. Wenn die Samen sterben, die fallen ins Wasser und kommen wieder neue Blumen. Jetzt sind wir hier natürlich in einer wunderbaren Location. Ja? Wir müssen unseren Zuschauern unbedingt zeigen, was es bedeutet, bei Ihnen auf die Terrasse zu gehen. Der Blick ist toll und da kann man auch noch mal genau demonstrieren, wo wir hier eigentlich sind. Und da würde ich jetzt gerne mit Ihnen hingehen. Okay. Also jetzt, wir haben ja eine sehr stark engagierte Fotografin, die auch jetzt noch nicht rausgehen möchte. Sie möchte jetzt erst in ihrer Wohnung bleiben, weil da draußen könnten die Haare verwehen. Wir passen also auf, dass die Haare nicht verwehen. Bleiben deshalb noch ein bisschen. Ich würde Ihnen gerne draußen zeigen, wie schön es ist in Shanghai, aber wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier, damit die Haare in Ordnung bleiben. Also gut, jetzt geht es hier weiter mit... Mit meiner 100 Jahre in Telefonkarte. Ah, jetzt kann man... chinesische Telekom, die man das also benutzen kann, draußen in Telefonzelle telefonieren können. Damit sind wir bei dem Thema, wie kommerziell sind Sie denn eigentlich, also als Künstlerin? Nein, das ist nicht kommerziell. Ich wollte nur sagen, diese Motive sind beliebt und die Garde passen auch. Doch, aber ist doch auch okay. Ich meine, Sie wollen ja auch leben, also Sie wollen ja auch kommerziell, Sie wollen was verkaufen, oder? Auch. Ja, damit verdiene ich viel weniger Geld, als ich ein Bild verkaufen. Das ist eher ein Ruhm, eine Anerkennung, eine staatliche Anerkennung. Ja, aber mit den Bildern... Man verdient, glaube ich, mit dieser Honorar, ja, also kann man vergessen.
Ja, aber mit Ihren Bildern verdienen Sie schon Geld, oder? Ja, das ist gut sogar. Ja, eben. Und das ist jetzt sozusagen auch wieder, was wir vorhin in Ihrem Wohnzimmer gesehen haben. Genau. Das haben Sie jetzt hier als Telefonkarten gemacht. Genau. Okay, und jetzt sind wir hier bei den Shanghai Women. Ja. Das ist ein ganzes Fotobuch, was Sie damit gemacht haben. Erzählen Sie uns mal, was da der Gedanke dahinter ist. Denn diese Bilder, die sind ja nun wirklich sehr originell. Ja, das sind zum Beispiel, das ist ein Mädchen, die sogar, Entschuldigung noch einmal, das irritiert mich. Ja. Das ist ein Mädchen, die sogar in Schönheitswettbewerb gewonnen hat, Shanghai Woman, also nicht Shanghai Woman, Miss Shanghai, sie ist Miss Shanghai, okay, für 2005. Und das sind Interviews von dieser jungen Mädchen, wie sie über das Leben denken. Ja. Aha, also Sie haben junge Mädchen fotografiert und hier in chinesischen Schriftzeichen aufgeschrieben, was die Pläne und die Wünsche dieser Mädchen was sind. Was sie denken, ja. Und hier zum Beispiel, sie hat also eine Frage beantwortet, wie sie denken. Viele sagen, eine bessere Ehe, eine gute Ehe ist besser als ein guter Beruf. Mhm. Und sie sagt, das ist ein Quatsch. Und weil die Glück vom Ehe, eine gute Ehe könnte verlieren, könnte vergehen. Aber das Glück vom eigenen Schaffen, eigene Karriere vergehen nicht, zum Beispiel. Und bei ihr ist auch ganz lustig, sie sagt, wem verehrst du am meisten? Sie sagt, mich. Okay. Wo ist deine große Leidenschaft, wo ist deine Besonderheit oder wo ist deine besondere Eigenschaft? Und sie sagte, überall, alles bei mir ist besonders. Aha. Sie werden ja jetzt in den chinesischen Zeitungen auch als Stilikone bezeichnet. Da wird da sehr viel Druck auf Sie ausgeübt, dass Sie damit, dann ist natürlich auch eine große Erwartungshaltung an Sie gerichtet. Ja, Druck würde ich nicht sagen. Ich freue mich auch, wenn ich ein bisschen die jungen Leute beeinflussen kann. Ja, das ist nicht schlecht. Nein, ist nicht schlecht. Aber man muss dann natürlich auch immer wieder neue Ideen und Einflüsse auf die Generation ausüben. Ja, ich finde es sehr schön, jedes Buch, die ich schreibe, jedes, also neue Ausstellung, die kommen sehr gut an. Dann werden sehr, sehr viele junge Leute auch irgendwie beeinflusst. Das finde ich gut. Also positiv beeinflusst, hoffe ich. Jetzt versuche ich Sie nochmal positiv zu beeinflussen. Dass wir ausgehen. Ja. Okay, aber das Buch sollen wir nachher fertig blättern, ne? Das ist dieser schöne Garten, den ich so gerne empfehlen möchte, dass Sie hingehen. Haben wir nicht mehr geschafft, aber in diesem Garten haben Sie diese Damen hingesetzt und das ist ein Restaurant, oder? Wo Sie diese Fotos gemacht Club, haben. Das ist ein Privatclub, ein ehemaliger englischer Botschaft und Botschaft-Residenz und von einem großen Sammler umgebaut wurde mit schönen Garten. Jetzt sehen die Gesichter ja von den Mädchen, dadurch, dass Sie sie so geschminkt haben, alle sehr gleich aus. Warum haben Sie das gemacht? Das sind sehr viele symbolische Bedeutungen, die Chinesen sehr besser versteht, glaube ich. Also diese Gesichtfarbe heißt, also pinkfarbige Gesichter, auch pfirsichblütenfarbige Gesicht. Und diese Pfirsichblüten, die spielen das als Mahjong. Mahjong ist dieses typische chinesische Spiel, Schachspiel, oder ich weiß nicht, wie das heißt. Und diese Farbe vom Gesicht symbolisiert Schönheit, Jungheit oder Jungfräulichkeit oder Verführung oder Charme und so weiter. Und sie spielen ihre Jugendlichkeit oder Schönheit wie ein Spiel, die schätzen das nicht und so weiter. Also diese Serie ist in der Richtung, das sind also mit dieser Bedeutung eigentlich. Okay. Gut, und jetzt, wenn wir auf der Terrasse stehen, würde ich von Ihnen gerne wissen, was Sie an München so schätzen. Okay, gut. Von so einer Terrasse träumt man natürlich, wenn man in einer solchen Großstadt lebt, die also doch zu einem sehr, sehr großen Teil aus Beton besteht. Wie lange wohnen Sie hier schon?
vielleicht 5 Jahre oder noch länger. Ich weiß nicht mehr genau, die Zeit geht so schnell. Ich habe eigentlich gar nicht so genau gemerkt. Da wären Sie doch sicherlich von Ihren Nachbarn sehr beneidet, dass Sie hier eine solche schöne Terrasse haben, oder? Ja, viele beneiden mich schon ein bisschen. Wie teuer sind denn eigentlich so die Wohnungspreise in Shanghai, wenn Sie das mit Münchner Wohnungspreisen vergleichen? Ich kenne Münchner Preis eigentlich nicht so gut. Ich kenne Mietepreis in München, weil ich dort eine Mietwohnung habe. Hier sind die Miete, ich weiß nicht, weil ich habe das gekauft. Und ich glaube, Miete, die ist, ich weiß nicht. Okay, also, so, und wenn Sie jetzt hier stehen und sich überlegen, was Sie an München lieben, da würde mich interessieren, warum ist Ihre zweite Stadt, in der Sie leben, München? Ja, München bin ich schon seit eigentlich über 20 Jahren und ich liebe München sehr, weil das eine Stadt, die mich sehr viel Wärme gibt. Also zum Vergleich mit Shanghai. Shanghai sind wirklich diese Betonwald. Es ist eine Stadt, die sehr lebendig ist. Man kann viel, viel arbeiten. Ich habe viele Mitarbeiter, ich habe große Projekte. Aber München ist irgendwie ein Ort, den ich zurückziehen kann. Dass ich viele Freunde wieder treffe, dass ich ohne bestimmte Ziel einfach mit Leuten treffen und plaudern und nicht immer über Arbeit reden müsse. Sie haben ja ein Bruch auch in Ihrem Leben gehabt, als Sie einen schweren Autounfall gehabt haben. Inwieweit hat das Ihr Leben beeinflusst und auch Ihre künstlerische Arbeit? Das hat mich natürlich sehr, sehr viel geändert. Seit dem Autounfall, ich glaube insgesamt, nicht nur meine Kunst, sondern auch mein Leben hat sehr, sehr grundsätzlich verändert. Ihr Mann ist bei dem Autounfall ums Leben gekommen. Sie mussten sich also wieder völlig neu, auch wahrscheinlich definieren, oder? Ja, auch orientieren. Und ich habe auch einen Film gedreht vor vielen Jahren, in 1993, glaube ich. Da ist eine Chinesin, eine fremde Großstadt, die wusste nicht, dass sie steht am Kreuzung. Sie wusste nicht, wohin sie gehen. Sie schaut immer von außen nach innen, also die Fenster rein, wie das Leben. Also das sind alle symbolisches Bild, aber wie das Leben, Liebe, Tod und Neugeburt, wie das Aussehen und so weiter. Das sind meine eigene Situation damals. Und die Kunst hat natürlich seitdem sehr, sehr viel geändert. Und das sind zum Beispiel, ich bin nie wieder als Auftragsfotografin arbeite, sondern nur mit meiner Kunst beschäftigen. Wo sind Sie, da Sie ja nun die letzten 20 Jahre zwischen München und Shanghai hin und her pendeln, wo sind jetzt die größeren Einflüsse für Sie da? Kommen die Einflüsse stärker aus Europa oder aus Asien? Ich denke, ich habe oft gesagt, mein Blut ist asiatisch oder chinesisch und die Nahrung sind westlich. Und das sind, kann man nicht genau sagen, kann man auch nicht trennen. Das ist eine Mischung. Bitte erzählen Sie, was auf den Bildern zu sehen ist. Das ist, was ich gemeint habe, diese 5000 frische Lotus mit Videoinstallation dahinter. Und die zeige innerhalb von 8 Minuten, wie die Blumen vergehen, wie die aufblühen und wie die reif werden, wie sie wieder sterben. Aber wenn die Samen sterben, kommen wieder neue Blumen aus. Was will die Künstlerin damit sagen? Das Leben ist ein Prozess, ist ein Zyklus, die wiederholt sich. Okay. Also das heißt, wir sollen nicht vor Sterben Angst haben, weil jedes neues Leben ist mit einem Sterben verbunden und umgekehrt auch. Sehen Sie sich eigentlich auch als politische Künstlerin? Ich sehe das nicht. Ich denke eher philosophisch oder viele nennen mich Autorenfotografie. Also ich erzähle gerne Geschichte durch meine Bilder, aber nicht direkt mit Politik zu tun. Eher das Leben. Ist es schwierig, politische Künstlerin in China zu sein?
das würde ich auch nicht sagen. Viele machen damit Bekannte, die wollen profitieren. Und das ist nicht meine Art. Ich interessiere mich zu wenig über Politik. Ich finde, es gibt viel Wichtigeres als Politik. Okay. Dann schauen wir uns noch mal ein paar Blumen an. Ja, das sind wieder gestorbene Blüten, also Blumen. Ja. Und das ist Erotik. Erotik ist auch ein Prozess von Leben. Und das sind wieder die Früchte, die Äpfel und Pfirsich oder verschiedene Früchte. Das sind Lotussamen und Tulpen und so weiter. Das sind diese Blumenserie. Das ist ein gehender Mann. Schauen Sie, sehen Sie, dass es ein gehender Mann ist. Also wenn ich jetzt meine ganze Wahrnehmung auf Sexualität umdrehe und dann sehe ich da auch einen gehenden Mann. Ja. Manche sagen, das sollte man nicht sagen, ein gehender Mann, ein gehender Mensch. Man kann selber entscheiden, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Also jedenfalls, das war die Blumenserie und eine Zeit lang diese Träume-Serie und die Akt. Das ist eine Ausstellung, die in Münchner Prater-Insel vor viele, viele Jahren, auch 1997, ausgestellt wurde. Das haben Sie auch als Video gemacht, ne? Das ist ein Film. Das ist eigentlich eine Filmszene in meinem alten Film drin und mit einer sehr bekannten Tänzerin. Und was wollte die Künstlerin damit zum Ausdruck bringen? Diese Serie heißt Sich befreien. Also die ist gefesselt und sie versucht, das zu befreien. Und das ist auch nicht unbedingt politische Sinne. Und das, ich denke, jeder Mensch hat sehr, sehr viel Fesselung im Geist. Und man muss selber immer versuchen zu befreien. Wenn man frei ist, dann lebt man auch einfach und leicht. Macht es in China auch Sinn, über gewisse Themen einfach noch nicht zu sprechen, weil der Wandel im Moment eine so dramatische Geschwindigkeit auch bekommen hat, dass man einfach aus bestimmten Gründen über bestimmte Themen jetzt noch nicht sprechen sollte? Ich habe nicht sehr daran geachtet. Ich arbeite gerne an Themen, die mich interessieren. Zum Beispiel Freiheit ist ein Thema, die ich sehr, sehr interessiere. Und ich habe ihn in verschiedenen Art und Weise dargestellt, wie das Lebensprozess. Und Freiheit ist eigentlich ein Tabu für ein Thema auch. In China eigentlich auch. Und ich habe aber 400 Studenten interviewt, die über das Thema Freiheit gesprochen hat. Und da habe ich eigentlich auch kein Problem gehabt. Ich habe gedacht, es könnte Probleme geben, aber da haben sie mir auch kein Problem. Das ist eine englische Übersetzung. Ich habe das auf Chinesisch, ich habe in China in Museen gezeigt. Mhm. Und die Studenten haben sehr, sehr offen gesprochen. Wenn Sie Freiheit angesprochen haben, dann ist da ja auch sehr eng, sind die Menschenrechte damit verknüpft. Ist das auch ein Thema, was Sie in der Form ansprechen können und wollen? Ich habe nicht gewollt. Ich habe alle frei lassen, was die Studenten sagen wollen, dann dürfen sie sagen. Ich habe das alles aufgenommen. Und ich habe nicht gewollt, um Menschenrecht zu sprechen. Aber wenn Sie gerade über Menschenrecht sprechen, habe ich auch mitgenommen. Aber es ist nicht mein Ziel, um Menschenrecht zu sprechen. Was haben die Studenten zum Thema Menschenrechte in China gesagt? Da habe ich, glaube ich, wenig. Dieses Thema heißt grenzenlose Freiheit. Ja. Grenzenlose Freiheit. Ich habe sie gefragt, was ist für sie grenzenlose Freiheit? Viele sagen sogar, die glauben, das ist nicht unbedingt gut. Man muss nicht eine grenzenlose Freiheit haben. Man kann nicht mehr orientieren. Mhm. Wo glauben chinesische Studenten, dass die Freiheit dann eingeschränkt sein sollte? Das haben sie auch nicht gesagt. Die haben nur, jeder hat nur zwei, drei Sätze gesprochen, was für sie grenzenlose Freiheit bedeutet. Und dann, die haben viele auch Fantasien. Und wird dann ein solches Buch nochmal von einer öffentlichen Behörde Korrektur gelesen und dann sozusagen danach freigegeben? Nein, das nicht, weil
das sind alle offiziell, also es ist schon im Verlag gedruckt Buch, nicht der Katalog, Ausstellungskatalog. Und das muss schon von, ich weiß nicht, Lektoren gelesen. Und die haben aber nicht gesagt, dass muss bestimmte Sätze weggestrichen wurden. In Deutschland spricht man von der Schere im Kopf, dass man sozusagen gewisse Dinge schon von vornherein raushält, weil man weiß, dass die Zensur oder dass sie dann eben von anderen rausgenommen werden, diese Sätze. Gibt es für Sie auch so eine Schere im Kopf? Es gibt einen Fall in dieses Buch, ja, das war meine große Ausstellung in Tianjin, die eine retrospektive Ausstellung, die eigentlich habe ich diese 100 Jahre chinesische Frau in anderer Form auch dargestellt. Und diese 100 Jahre habe ich leider in dem Buch, die Kulturrevolution Bilder, leider weggenommen wurde, die Sie auch gestern gesehen haben, diese rote Gardisten und so weiter. Yeah. Das war nur nach einer Bestimmung, alle Bücher über Kulturrevolution muss genehmigt werden. Und diese Genehmigung könnte zu lang dauern. Das dauert vielleicht 2 bis 3 Monate. Mhm. Wir hatten keine Zeit gehabt. Und obwohl ich glaube, wenn ich das wirklich einreiche, wenn ich wirklich 2, 3 Monate warte, dann ist das auch kein Problem. Deswegen haben wir diese, in dem Buch diese Kulturrevolution-Bilder nicht mehr rein, weil wir nicht warten wollten. Es hat ja auch was mit Intelligenz zu tun. Also in dem Moment, wo man in einem System lebt, wo man weiß, dass das System dann doch gewisse Grenzen hat, dass man die nicht immer radikal versucht zu übersteigen, weil man dann eben keine Chance hat, dann wird es eben einfach verboten. Es ist ja viel intelligenter, sie so langsam immer um 1 Zentimeter zu verschieben. Ist das so ein bisschen auch Ihre Philosophie? Ich habe eigentlich nicht so viel nachgedacht. Ich glaube, meine Kunst ist gar nicht so gefährlich für die Gesellschaft. Ja, schon, aber es ist doch auf jeden Fall, wollen Sie doch auch diese Gesellschaft zum Positiven verändern. Das schon. Aber ich denke, es gibt viele, viele Methoden, um das alles positiv zu beenden. 2010 ist ja hier in Shanghai die Expo, also die Weltausstellung. Und die ist ja dann unter dem Motto Better City, Better Life. Inwieweit wollen die Chinesen, Sie sind da ja auch sehr engagiert bei der Expo 2010, Sie arbeiten mit an dem chinesischen Pavillon. Was wollen die Chinesen von der westlichen Welt lernen, um ihre eigenen Städte verbessern zu können? Die Chinesen denken gar nicht, dass sie vom Westen lernen müssen, aber sie sind sehr stolz und sie denken, dass sie auch vieles wissen, was eine Stadt besser machen könnte. Und ich arbeite nicht am chinesischen Pavillon, also das ist zum Beispiel chinesische Pavillon, diese rote China-Pavillon und unsere ist dazwischen diese 2 Hochhäuser, diese weiße und das ist ein Themenpavillon. Und Themenpavillon gehört zur ganzen Expo-Ausstellung, Wertausstellung. Okay, aber dieses von anderen Lernen, das sagt man den Chinesen doch nach, dass sie sich also in der ganzen Welt angucken, was andere gemacht haben, also auch gerade was so Städteentwicklung und so anbelangt, um dann selber sozusagen vielleicht sich sozusagen das Beste herauszusuchen und es dann für sich umzusetzen. Das schon, das ist auch von Konfuzius schon gesagt, man soll immer lernen, man soll auch ein bisschen sehr art noch lernen von der Person, die mit dir zusammen ist. Und sobald zu dritt zusammen sind, dann ist eine dabei, ist deine Lehre. Das ist, sagt der Konfuzius. Ja, ich finde es auch eine sehr weise Sache, dass man von anderen lernt und guckt, was die gut machen. Also ich glaube, dass wir auch sehr viel von China lernen können. Aber wenn man sich zum Beispiel also jetzt hier Shanghai anschaut und sich anguckt, was hier verkehrsmäßig in der Stadt passiert und der Kollaps, der ist sozusagen nur noch 5 Minuten weg, dann funktioniert hier gar nichts mehr, hat man den Eindruck. Ich glaube, dass da doch eigentlich, also was öffentliches Verkehrssystem und so anbelangt, Shanghai schon noch von anderen Städten lernen kann. Wie ist da Ihre Meinung?
Natürlich, es gibt jede Menge zu lernen. Ich habe nur gesagt, die Regierung oder die denken nicht, dass man von anderen sagen sollen, was sie machen sollen. Die wollen selber aussuchen, was sie machen sollen. Ja, genau. Das ist das mit dem erhobenen Zeigefinger, der vielen westlichen Menschen in China nachgesagt wird, dass die herkommen und sagen, so müsst ihr es machen. Das ist sicherlich falsch. Aber ich finde, so wie es die Chinesen doch teilweise machen, dass sie in andere Länder gehen und gucken, was die gut und richtig machen und es dann hier umsetzen, das ist ein ganz guter Weg. Ich habe immer gedacht, es ist immer eine Art, wie man spricht. Wenn man respektvoll, freundlich was sagt, und die Chinesen hören das auch gerne. Ich glaube, der Herr Wuda hat oft uns auch, also Chinesen, positiv vorgeschlagen, auch wenn das mit Kritik dabei ist. Aber dann wenn diese Art und Weise sehr, sehr freundlich und respektvoll ist, dann wird angenommen. Aber die haben wirklich großes Problem, wenn jemand wirklich mit Zeigefinger sagt, das ist falsch, sie sollen anders machen. Das wollen sie nicht. Nein, und vor allen Dingen, das sind ja 1 Milliarde Menschen, die hier einen neuen Weg einschlagen. Das ist ja ein riesiges Abenteuer, was hier stattfindet. Ja. Okay, also herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen vorbeischauen durften. Und vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke auch.